Da es im Tierpark Köln-Lindenthal in der Vergangenheit zu einigen Polizeieinsätzen gekommen ist, kontrollieren Moritz Breuer und sein Kollege Stefan Sindera die öffentliche Anlage regelmäßig. Guck mal, hier ein Nickerchen, oder was? Sollen wir fragen? Ja. Hallo? 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 Oh, pass auf, die hat eine Schere. Eine Schere. Hallo? Warte mal, ich zieh mal. Guten Tag, Polizei, einmal aufpassen. Hey! Stopp, Polizei! Vorsicht! Hey! Ganz ruhig, runter, ganz ruhig! Stehen bleiben, hey! Was ist los? Was wollt ihr von mir? Ganz ruhig, wir wollen erstmal überhaupt nichts. Sie beruhigen sich jetzt erstmal hier. Warum weckt ihr mich auf? Sie hatten gerade eine Schere in der Hand und es sah jetzt gerade so aus, als wollten zu Sie meiner uns Sicherheit. Zu Ihrer Sicherheit? Ja. Erstmal wollten wir sicherstellen, dass es Ihnen soweit gut geht, okay? Mir geht's gut, danke. Ja, ist jetzt nichts passiert. Wir haben Sie einfach ganz ruhig angesprochen. Ich wollte schlafen. So, beruhigen Sie sich erstmal. Wie der Kollege schon sagte, wir haben uns einfach nur ganz kurz Sorgen um Sie gemacht, weil Sie da ohne Grund auf einer Parkbank lagen. Wir haben helllichten Tag. Ja. Und deshalb machen wir uns einfach mal Sorgen um Personen. Haben Sie, ich riech schon, Sie haben ein bisschen was getrunken. Na und, ist das jetzt ein Problem? Nee, ist es grundsätzlich nicht. Wie viel haben Sie denn getrunken? Nicht viel, 2-3 Bier. Sie können mich aber schon noch gut verstehen. Ja. Wunderbar. Ich würde sagen, wir gehen einmal wieder zurück zu Ihren Habseligkeiten. Können Sie hier zu? Hallo? Gut. Gehört der zu Ihnen? Nein. Okay. Der hat jetzt auch ein bisschen Glück, dass wir da jetzt nicht hinterhergehen können. Naja. Sie haben ja da vorne noch eine Tasche oder einen Rucksack oder sowas, ja, ne? Wie heißen Sie denn? Das ist egal, das möchte ich nicht preisgeben. Oh, dann Sie wollen nicht sagen, wer Sie sind. Haben Sie denn einen Ausweis dabei? Dann kann ich nachschauen. Ich auch nicht. Haben Sie nicht dabei? Gut, dann gucken wir mal nach. Besitze ich nicht. Sie besitzen keinen Ausweis? Nein. Wieso nicht? Verloren oder? Ja, den habe ich verloren. Den haben Sie verloren, gut. Die Beamten sind sicher, wer sie so schamlos anlügt, der hat etwas zu verbergen. Und es wird noch dreister. Ich heiße Justin Bieber. Oh, und ein Scherzkeks auch noch. Ja. Nee, wirklich, es gibt zwei Justin Biebers. Ja, das glaube ich Ihnen sofort. Ich wohne in der Hauptstraße 25 in Köln. Ja. Ja. Das ist sehr schön, dann überprüfen wir das auch. Unter Justin Bieber können Sie das gerne überprüfen. Ja, also das erspare ich mir jetzt. Ja, ich mir auch. Wissen Sie was, also bevor Sie blöd und patzig mit uns sprechen, lassen Sie es lieber ganz. Ist in Ordnung. Wir sind jetzt Klamotten, ja? Das heißt, Sie sind wahrscheinlich irgendwo hin. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie von zu Hause ausgebüxt sind oder so. Seien Sie, was mich jetzt wundert, dass Sie so eine Schere dabei haben. Da, wie gesagt, das ist zu meiner Sicherheit. Werden Sie denn bedroht von irgendjemandem? Nein, werde ich nicht. Aber Sie wissen, selber in Deutschland ist es gefährlich und im Park sowieso. Wenn man kurz ein Nickerchen machen will und Sie uns dann gleich aufwecken, das könnte jeder sein. Das könnte jeder sein, richtig. Wie viele andere haben Sie denn hier liegen sehen, die auch eine Schere in der Hand haben, die sich auch so verteidigen? Nicht viele, ne? Ja. Okay. So, hören Sie mal, ich finde, Sie verhalten sich uns gegenüber ein bisschen passiv-aggressiv. Und ich finde, Sie haben überhaupt keinen Anlass, sich so uns gegenüber zu verhalten. Wir wollten Ihnen in erster Linie nur helfen. Jetzt wollen Sie uns gegenüber nicht angeben, wer Sie sind. Das muss auch nicht sein. Das möchte ich nicht preisgeben. Wie der Kollege schon gesagt hat, der nächste Schritt, ich weiß ja nicht, ob Sie irgendwie was auf dem Kerbholz haben oder nicht, dann nehmen wir Sie mit zur Wache. Und das ist für uns mehr Arbeit, für Sie nur lästig dementsprechend, auch wenn Sie es nicht wollen. Ich gucke gleich einmal nach, ob Sie überhaupt erstmal einen Ausweis haben. Ja, das weil das wäre für uns natürlich erstmal die deutlich mildere Maßnahme, als Sie mitzunehmen. Und wenn das tatsächlich nicht der Fall ist und wir hier vor Ort nicht klären können, wer Sie sind, dann nehmen wir Sie mit und das dauert einfach mal ein paar Stunden. Das ist kein Problem. Ich habe all die Zeit der Welt. Wunderbar, dann stehen Sie einmal auf. Bitte machen Sie komplett die Taschen einmal leer und alles, was Sie haben, legen Sie bitte einmal auf die Parkbank. Der junge Mann, der war nicht wirklich polizeifreundlich. Ja, ich finde das immer sehr schade, weil letztlich wollen wir auch nur unseren Job machen. Wir haben uns in erster Linie eigentlich Sorgen um ihn gemacht. Und er hat uns irgendwelche Hanebüchen-Geschichten versucht aufzubinden, gab uns gegenüber an Justin Bieber zu heißen, war überhaupt nicht kooperativ und dann hat er natürlich auch die gesamte Maßnahmenpalette zu spüren bekommen. Und die setzen Stefan Sindera und Moritz Breuer auf der Wache Köln-Mülheim fort. Bevor die Beamten das Rätsel um die Identität des jungen Mannes klären können, geht bereits der nächste Notruf ein. Ja, Frau McNamara. Hi. Ihr müsstet noch mal raus. Im Tierpark ist noch mal ein Notfall gemeldet worden. Jetzt, wir haben jetzt keine anderen Einsatzmittel. Soll ich hier eben nach Justin Bieber suchen? Ja. Okay. Ich bin gerade dabei, eine EMA zu machen. Kannst du dich direkt hinsetzen?
aus dem Tierpark. Bin da eh angemeldet, dann mach ich da. Aus dem Tierpark in den Tierpark. Wir kommen gerade von da, ne? Ja, ja, genau. Es scheint heute ein bisschen rummelig zu sein. Okay. Während die Kollegen wieder in den Tierpark eilen, versucht Ilka Fischer mehr aus dem jungen Mann herauszubekommen. Die Polizeioberkommissarin hat eine Vermutung. Jetzt mal ganz ehrlich. Sind Sie sich ganz sicher, dass Sie ein Mann sind? Ich bin ein Mann. Also, man kann ja jede Art von Ausdruck, ne, dass man eben im falschen Körper geboren wird oder wie man sich kleidet. Ne, gibt Männer, die sich eben sehr weiblich kleiden, Transsexuelle, gibt's alles. Aber ich habe hier echt den Eindruck, wir sind nicht auf der gleichen Wellenlänge. Also wir sprechen hier über zwei verschiedene Dinge. Ich sag Ihnen jetzt meinen richtigen Namen, aber ich bin ein Junge. Das ist Robert. Robert Flamming. Dann können Sie jetzt noch mal nachschauen und sehen, dass unter Robert Flamming in der Hauptstraße 25 jemand gemeldet ist. Also wir haben auch folgende Möglichkeit. Nur mal so zum Hinterkopfwissen. Ne? Wir haben jetzt hier auch Kollegen auf der Wache. Die sind zwar mit anderen Sachen beschäftigt, die kann ich holen. Dann machen wir hier eine körperliche Durchsuchung zur Auffindung von Personalpapieren. Ja. Das ist uns polizeilich auch gestattet, wenn wir Eindruck haben, dass da vielleicht nicht die Wahrheit gesagt wird. Soll ich nach einem Kollegen eben das fragen? Das können Sie gerne machen, aber ich möchte von einer weiblichen Person untersucht werden und nicht von einem männlichen. Das habe ich doch gerade erklärt. Das geht nicht, weil ich bin nicht schwul, dass ich mich von einem Mann betatschen muss. Das hat nichts mit lesbisch oder schwul zu tun, sondern damit, dass ich das gar nicht darf. Ich darf keinen Mann durchsuchen. Und umgekehrt werden Frauen, sprich unsere Klienten, nicht durch Männer durchsucht. Gleichgeschlechtliche Durchsuchung ist eine polizeiliche Vorschrift. Wenn Sie der Auffassung sind und Sie hier beteuern, Sie sind ein Mann, muss ich jetzt einen männlichen Kollegen holen, der Sie durchsucht nach Personalpapieren. Nein, das toleriere ich nicht, das möchte ich auch nicht. Ich möchte von einer weiblichen Beamtin und... Nee, darf ich nicht, weil dann würde nämlich sexuelle Belästigung und... nachher noch irgendwelche anderen, ne? Die hat mich angetatscht oder so. Das funktioniert nicht. Zur gleichen Zeit erreichen Stefan Sindera und Moritz Breuer erneut den Tierpark in Köln-Lindenthal. Der aufgebrachte Melder erwartet sie bereits. Hallo, Herr Pohmann, Sindera, hallo. Ja, so ein junger Typ hat mir Portemonnaie aus der Hand gerissen. Ja. Da habe ich für einen Euro angequatscht, wollte ihm einen Euro geben. Dann nimmt er das Portemonnaie aus der Hand und heute ab. Fort, hier in Richtung Park. Okay, wie lange ist das jetzt ungefähr her? 7, 8, 10 Minuten. Okay, ungefähr. Na gut, wir waren jetzt relativ zügig hier. Wie sah der aus? Genau, eine Beschreibung. Die Größe, hat hinten so einen Zopfstutzen da gehabt am Kopf so ein, und eine Haare und hier so Streifen an der Jacke, so zwei Streifen. Hat eine Jacke angehabt, kein Shirt oder Pulli? So Pulli-Art war das gewesen, okay. So zwei Streifen. Wie alt war die Person ungefähr? Ja, schätze ich die so. 17, 18. Okay. Meinen Sie denn hier zu der Frisurnummer, die ja recht offen ist? So ein Stutzen da, so ein Haarstutzen. Okay, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Was für eine Haarfarbe? Dunkel. Dunkel? Dunkel. Wird vom Phänotyp eher europäisch, also oder eher südländisch? Was nee, eher europäisch. Okay. Gut, dann gehen wir mal schon. Herr Pohmann war das, ne? Pohmann. Wir kommen gleich nochmal auf Pohmann, Sie zurück. Ja. Wir gehen jetzt nochmal ganz schnell nachschauen. Sie warten am besten hier mal im Streifenwagen. Dann schreiben wir uns gleich im Detail Ihre Personalien auf, ja? Gut, okay. Bei der Suche nach dem Täter hat Polizeikommissar Moritz Breuer plötzlich eine Idee. Weißt du, was mir gerade so in den Kopf gekommen ist? Ja. Kannst du dich nur erinnern, als wir quasi den Justin gerade verarztet haben, beziehungsweise den zu fassen gekriegt haben, da hat sich auch so eine Person uns genähert, die dann so verstört wieder weggegangen ist. Wie du gesagt hast, ja, wenn wir mehr Zeit hätten, rennen wir dann. Die könnte auf die Beschreibung passen, ne? Ja, zumindest, wenn ich es richtig gesehen habe, so frisurenmäßig, ne? Ja. Ja. Guck mal, die Dame sieht auch aus wie Aschenbrödel, dem man ihre Nüsse geklaut hat. Bisschen traurig, ne? Aber vielleicht hat die was gesehen. Ja. Hallo. Schönen guten Tag, darf ich Sie kurz ansprechen? Ja. Zwei Sachen. Ich glaube, das ist vielleicht nicht die allerbeste Grillstelle, ne? Hier auf dem Stein. Ja, das weiß ich ja. Okay, und haben Sie schon gut was getrunken, ne? Nein, das war ich nicht. Aber ich bin froh, dass Sie da sind, denn ich suche zwei Jugendliche. Wir suchen nämlich auch jemanden, nämlich hier ist jemand bestohlen worden und deshalb, Sie haben von hier aus eine ganz gute Übersicht, ne? Ja. Hier teilen sich ja die Wege in vier Richtungen. Mein Kollege würde Ihnen mal sagen, wen wir suchen, danach gucken wir, wen Sie suchen. Okay. Genau, wie der Kollege schon gesagt hat, suchen wir einen vermeintlich Tatverdächtigen, ich würde sagen zwischen 1,70 und 1,75 groß. Der hat eine recht auffällige Kopfbehaarung, so eine Art... Ja, wie sagt man, so ein Zopf-Pferdeschwanz, so... Also ein Dutt, ne? Ja, so ein Dutt, genau, das hat mir gefehlt, das Wort. Dunkle Haare und auch eine recht auffällige Jacke mit Streifen an den Ärmeln.
Ich weiß nicht, können Sie damit irgendetwas anfangen? Hier zufällig gesehen. Ja, ich glaube, wir suchen denselben. Ehrlich? Ja. Der Jonas. Jonas heißt dieser. Jonas Bolte. Nochmal, Jonas? Jonas Bolte. Bolte. Ja, der ist ein Jugendlicher bei uns aus dem Kinderheim. Ich bin Erzieherin in Ausbildung dort. Aha. Und er ist halt mit einem Mädchen abgehauen. Mit einem Mädchen? Okay. Haben Sie dazu auch einen Namen? Das ist die Roberta. Roberta Flamming. Roberta Flamming. Ja. Jetzt muss ich noch mal zu dem Jonas zurückkommen. Das heißt, Sie haben heute den Tag hier im Park verbracht? Nee, die sind ausgerissen. Ich suche die ja gerade. Und ich habe das jetzt hier vorgefunden. Ich habe das Foto. Ich glaube, es ist die Roberta. Ich meine, ich habe das mal bei ihrem Zimmer gesehen. Das ist aber halb verbrannt. Und jetzt sehe ich auch gerade hier, schauen Sie mal, da sind noch so lange Haare. Sehen Sie das? Der Fall wird immer mysteriöser. Die Beamten sind überzeugt, dass sich der vermisste Jugendliche noch in unmittelbarer Nähe aufhält. Du, ich gucke mich hier noch mal einmal um. Ja. Frau Busch, wie sind Sie denn zu der Erkenntnis gekommen, dass die beiden Jugendlichen hier sind? Die halten sich ja öfters auf. Das Kinderheim ist ja auch um die Ecke und die Jugendlichen sind halt eben öfters. Deswegen vermute ich jetzt mal, dass sie hier sind. Aber ich habe halt schon gesucht und jetzt nur die Feuerstelle hier gefunden. Und die durften sich nicht mehr entfernen jetzt aus der Betreuungsstätte? Die sind oder? Halt einfach nicht wiedergekommen. Heute Morgen, wo wir halt kontrolliert haben, waren die nicht da. Und jetzt sind sie halt immer noch nicht da. Haben Sie die Polizei schon über den Sachverhalt gefunden? Ja, aber ich bin deswegen auch froh, dass Sie jetzt hier sind. Wie alt sind denn die beiden? Beide 17. 17, also noch nicht volljährig. Ja gut, aber jetzt erstmal, ich meine, mit 17 Jahren kann man sich auch schon mal in der Außenwelt aufhalten, ohne dass man jetzt klar, sofort klar, aber wir haben auch feste Zeiten, wo sie einfach da sein müssen. Ja, klar. Wenn sie es dann nicht sind, dann machen wir uns halt einfach Sorgen. Mhm. Moritz, hier hinter dem Gebäude habe ich den Führerschein von dem Herrn Pohmann schon mal gefunden. Ne? Ich habe jetzt auch noch weitergeguckt, Geldbörse etc. Habe ich jetzt nicht gefunden. Das war wirklich das Einzige. Das heißt, gut, also wir haben jetzt schon mal eine Spur, wenn du so willst. Eine Spur haben wir. Bei einer heißen Spur soll es nicht bleiben. Okay, so, ich gehe mal davon aus, du bist kein Bankier, ne? Das heißt, das Geld legst du mal ganz schnell da zur Seite. Und sofort einen Schritt weg von der Werkbank. Genau, da denkst du gar nicht dran an das Werkzeug. Nee, ganz ruhig. Ne, mein Freund, wir haben hier Pfeffer, das kriegst du voll ab. Geh mal rüber zum Kollegen, ganz langsam. So, ganz ruhig. Alles klar, genau, so machen wir das ganz gut. Was machst du hier? Geldzelt. Von wem? Ja, Pohmann nehme ich an. Das ist ja wahrscheinlich nicht dein eigenes, ne? Nee, kann gar nicht sein eigenes sein. Soll ich auf den Namen Jonas Bolte. Herr Bolte, wollen Sie sich zu den Vorwürfen hier irgendwann erstmal äußern? Nee. Sie wollen nichts sagen? Ich sag nichts. Wir suchen noch eine weitere Dame? Genau, die Roberta. Wo ist Roberta? Weiß ich nicht. Die weißt du nicht. Keine Ahnung. Sie sind doch auch der Herr, der sich uns gerade so genähert hat. Als wir da vorhin im Tierpark mit einer Person zu tun hatten. Okay, also weiß ich jetzt auch, warum Sie sich wieder entfernt haben. Was war das denn hier heute für ein Gastspiel im Tierpark? Ja, ich dachte, ich besorge mal ein bisschen Geld. Und so macht man das? Man geht nicht arbeiten, man zieht das an den Leuten aus der Tasche? Das war jetzt natürlich nicht die feine Art, aber ich meine, das war nicht die feine Art, nee, das war wirklich nicht die feine Art. Da hat jemand, glaube ich, bei Ihnen Bowling im Kopf gespielt. So, Herr Bolten, 17 Jahre alt, ne? Das geht ja gut los, ne? Früh übt sich. Ja, den Herrn Bolt erwartet jetzt eine Anzeige. Da gucken wir noch auf der Wache, ob wir jetzt das wegen Diebstahl oder wegen einem Raub laufen lassen. Ich kann mal kurz den Unterschied erklären. Weil der normale Diebstahl, der hat eine Enteignungsabsicht und Aneignungswillen bei der Wegnahme. So, ist jetzt hier noch ein Körperverletzungsdelikt anhängig. Das heißt, ich habe mir mit Gewalt hier jemanden Fremdes was weggenommen. Dann sind wir im Raub. Und da müssen wir noch mal ganz detailliert schauen, was der Herr Pohmann uns da angegeben hat. Warten Sie mal, mir kommt gerade ein Ding. Als wir vorhin diesen angeblichen Jungen da mitgenommen haben. Meinst du Herrn Bieber? Den Herrn Bieber, ja. Na, Justin Bieber, dieser Fantasiename. Da haben Sie uns beobachtet. Warum? Da auf der Werkbank, oder da, nicht auf der Werkbank, bin ich schon hier. Roberta. Das war Roberta? Ja. Das heißt, sie hatte vorher lange Haare, ist mir die Haare geschnitten und die wirkt so auch eher dann wie ein Junge, ne? Ja, genau. Dann zieh das. Arnold für den 1536. Die Nachricht über die Festnahme des Ausreißers erreicht Polizeioberkommissarin Ilka Fischer auf der Wache Köln-Mülheim. So, es gibt neue Erkenntnisse, da müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Mhm. Was sagt denn der Jonas Bolten dir? Ja, das ist mein bester Freund. Okay. Ihr seid zusammen in der Kuck,
ne? Kinderunterbringung. Richtig. Kurzunterbringung Kinder, ne? Ja. Ja, genau. Und da fehlt aber kein Robert, sondern Roberta. Mhm. Roberta Flaming. Das bist du, ne? Das bringt alles eh nichts. Das bist du, oder? Ja, das bin ich. Es ist überhaupt kein Problem, wenn man anders leben möchte. Egal aus welchen Gründen, die kannst du mir sagen, musst du aber nicht. Das ist völlig okay. Mhm. Es gibt Menschen, die im falschen Körper geboren werden. Es gibt Menschen, die sich aus anderen Gründen tatsächlich umorientieren, weil sie es beruflich wollen, müssen oder da Druck oder Zwang ist. Das ist okay. Das ist keine Kritik von mir. Nur, wenn man hier eine amtliche Sache hat, wenn du abgehauen bist, hier steht jetzt gerade ein Diebstahl oder ein Raub unter Umständen polizeilich im Raum, dann funktioniert das so nicht. Du kannst leben, wie du willst, ist mir völlig egal. Aber dann musst du sagen, wer du bist. Und ob du Robert sein möchtest, steht hier nicht auf dem Papier, sondern du bist jetzt gerade Roberta. Und das musst du auch sagen. Ja. Willst du mir dazu was? Ja. Willst du mir dazu was sagen, warum wir hier diese Scharade spielen? Weil ich und Jonas sind abgehauen, weil alle uns da mobben, weil wir homosexuell sind und weil ich beziehungsweise im falschen Körper geboren bin und mich seit meiner Geburt aus im falschen Körper fühle und ich mich dort gemobbt fühle und ich werde nicht zurückgehen. Es tut mir leid. Ich werde nicht zurück ins Heim und deswegen bin ich abgehauen. Ilka Fischer hat geholfen, eine neue Wohngruppe für die junge Frau zu finden. Dort wird Roberta alias Robert so akzeptiert, wie er ist.